Bei einem Pressegespräch der Industriellen Vereinigung zur Zukunft der österreichischen Autoindustrie ist heute Vormittag auch die ÖVP-Europaministerin anwesend. Auf die Frage, ob auch sie für eine Verlängerung der Arbeitszeit sei, konkret für eine Verlängerung auf 41 Stunden pro Woche, sagt Caroline Edtstadler: Wir müssen hier einfach ehrlich sein. Wenn wir den Wohlstand in Europa, in Österreich erhalten wollen, müssen wir wahrscheinlich mehr arbeiten, statt weniger arbeiten. Und mit linken Träumereien von 32-Stunden-Woche bei gleichzeitig vollem Lohnausgleich wird sie sich nicht ausgehen. Edtstadler ist neben ihrer Ministertätigkeit auch Obmann-Stellvertreterin des ÖVP-Arbeitnehmerbunds ÖAAB. Dessen Chef August Wöginger will ihre Aussagen heute nicht kommentieren.